Das wahrscheinlich kleinste E-Bike haben wir hier, das DYU D3F. Es ist ein extrem kompaktes Klapprad und wir zeigen euch jetzt mal, wie es bei euch ankommt. Das Ganze hat 14 Zoll Reifen, also wirklich sehr, sehr kompakt, sehr, sehr klein und ja, wiegt knapp 17 Kilo. Und hier, wie gesagt, seht ihr die Verpackung und alles. Und ich habe schon gesehen, es gibt eine schöne Griffmöglichkeit, damit man dieses E-Bike auch gut transportieren kann. Ich nehme aber erstmal noch, zeige erstmal noch, was hier mit dabei ist. Einmal haben wir den Sattel. Also auch ein großer, komfortabler Sattel ist mit dabei. Und ansonsten, ja, sehe ich hier den Zubehörkasten, aber ich glaube, den kriege ich erst raus, wenn wir das E-Bike rausheben. So, und das kriege sogar ich fast alleine raus. Und da seht ihr schon, es ist wirklich super winzig. Also ich bin gespannt, wie man da drauf fährt. Ja, wir haben das Bike jetzt von Verpackungsmaterial befreit. Und ihr seht, es ist wirklich winzig. Also Wahnsinn, ich bin selbst total überrascht. Bin auch sehr gespannt, wie sich es fahren lässt, ob ich überhaupt dort drauf fahren kann. Ja, ich zeige euch mal noch kurz, was an Zubehör mit dabei ist. Da seht ihr einmal, ach, es ist sogar noch ein Schutzblech, das man montieren kann, wenn man möchte. Ich glaube, für hinten wahrscheinlich. Dann natürlich das Ladegerät, auch noch ein kleines Multitool. Wenn man dann doch mal was nachziehen muss. Ups, hier haben wir noch ein Rücklicht. Und die Pedale. Also, was ich sagen kann, eigentlich musste man hier gar nichts aufbauen. Wir müssen jetzt nur noch die Pedale anbringen und ja, das Rücklicht. Der Frontscheinwerfer ist schon angebracht und ja, ansonsten seht ihr hier, ist auch der Lenker schon fertig zum Fixieren. Ich muss nur gerade mal schauen. Aber an sich, ja, ist da nichts mehr zu tun. Ich bin dann gleich mal gespannt auf die Testfahrt. Ansonsten, was gibt es hierüber zu wissen? Wir haben 14 Zoll Räder, also wirklich sehr, sehr kompakt. Rund 17 Kilo wiegt das Ganze. Hier eine praktische Griffmulde, damit man da, auch wenn man mal die Treppen hochgehen muss oder sowas, dass man das bequem tragen kann. Dann klappt man eben den Lenker runter, hat dann nochmal ein bisschen kompakteres Format. Man kann auch dann natürlich den Sattel noch entnehmen. Also ich würde sagen, so ein perfektes Camping-E-Bike. Das Ganze kostet, haltet euch fest, 519 Euro aktuell auf der Webseite von DYU. Also ein absolutes Schnäppchen. Ansonsten haben wir ja 250 Watt Motor mit dabei. Wir haben hier keine Gangschaltung. Also wir haben ein Single-Speed-Bike mit nur einem Gang. Was ich aber völlig ausreichend finde für so ein ja, kompaktes Fahrrad, das ja eher dafür gedacht ist, vielleicht mal auf dem Campingplatz Brötchen holen oder irgendwo eine kurze Runde zu drehen. Die Reichweite beträgt 20 bis 40 Kilometer. Wir haben einen Akku mit 10 Amperestunden. Also ja, alles ist ein bisschen kleiner im Format hier bei diesem Fahrrad. Aber ich denke, dafür ist das auch völlig ausreichend. Ja, wir haben robuste Reifen und ja, das wäre tragfähig bis zu 120 Kilo ist das Ganze. Und selbst wiegt es, wie gesagt, 17 Kilo. Also ja, würde ich sagen, schon sehr kompakt. Auch das Design finde ich witzig. Also sowas habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Gefällt mir ganz gut. Ja, dann montiere ich mal noch die Pedale und dann geht's raus zur Testfahrt.
zurück von der Testfahrt mit den DYU D3F. Ja, das ultrakompakte und wahrscheinlich kleinste E-Bike der Welt fährt sich ja etwas gewöhnungsbedürftig. Man gewöhnt sich mit der Zeit an die etwas kleineren Maße. Ich bin 1,75 groß und bin, glaube ich, schon mit dem Sattel am Maximum. Also ich würde sagen, dass Personen, die ja, über 1,80 sind, wahrscheinlich nicht so komfortabel drauf fahren. Aber an sich, wir haben einen Drehmomentsensor, der eben während der Fahrt unterstützt. Wir haben keine Unterstützungsstufen, das heißt, das Fahrrad selbst steuert mit, wie schnell du fährst. Natürlich bis maximal 25 km/h. Wir haben einen Gasgriff, sage ich mal. Ne? Und er wäre zugelassen bis 6 km/h. Allerdings kannst du das Fahrrad halt auch nur über diesen Gasgriff steuern. Moment, ich mach mal an. Seht ihr? Sodass das Ganze in Deutschland leider nur auf Privatgelände zugelassen wäre. Was aber im Prinzip kein Problem ist, wenn man es als Campingbike nutzt. Wenn man mal auf dem Campingplatz irgendwo kurz hin muss, dann ist das schon ganz praktisch. Was wir noch haben, wir haben kein Display. Wir sehen nur, ich weiß nicht, ob ihr es seht, den Ladezustand mit diesen drei grünen Pünktchen. Ansonsten kann man das Licht eben über diesen Knopf ein- und ausschalten, indem man gedrückt hält. Ich glaube, jetzt gerade ist es an. Machen wir es einmal aus. Dauert ein paar Sekunden und dann nochmal 3 Sekunden drücken und dann geht das Licht auch wieder an. Wir haben hier ultra helle LED-Scheinwerfer. Mit dabei ist auch ein Rücklicht, allerdings nur so, ja, also das kann man ganz, ganz praktisch mit dem Silikon anbringen. Und ja, also ist jetzt nicht irgendwie verbaut, sondern ein zusätzliches Gimmick, je nachdem wer möchte, kann sich natürlich auch ein entsprechendes Rücklicht dazu kaufen. Dann, genau, der Flo hat auch noch den Spritzschutz hier installiert. Der vordere war schon installiert, richtig? Ja, richtig. Ne? Ja, ansonsten noch mal ein bisschen was Technisches. Wir haben die Scheibenbremsen, 250 Watt Motor, 10 Amperestunden Akku, der sich hier drin befindet, im Gehäuse. Laden könnt ihr das Ganze über diese Ladebuchse. Dauert etwa 5 bis 6 Stunden. Man kommt ja so circa maximal 40 Kilometer weit. Ich zeige euch jetzt auch noch mal, wie ihr dieses jetzt schon kompakte Bike noch kompakter machen könnt. Und zwar, indem ihr hier den Lenker einmal umlegt. Und dann kann man hier auch noch die... Moment, ich zeige es mal von der anderen Seite. Man kann auch noch die Pedale einmal umlegen. Damit gewinnt man auch ein paar Zentimeter. Und ja, um auch noch mal besser zu transportieren, kann man den Sattel entnehmen und dann hat man hier eigentlich so ein kompaktes Paket, dass man zum Beispiel ja mal die Treppen hochtragen kann oder je nachdem, wo man es braucht. Heckgarage. Und wie ihr seht, es braucht wirklich wenig Platz und ja, auf jeden Fall wird seinem Titel als kleinstes E-Bike wohl gerecht. 519 Euro kostet das Ganze aktuell im Shop von DYU. Es gibt auch immer mal wieder Rabattaktionen, schaut einfach mal vorbei. Alle Informationen findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung. Das Fazit zum DYU D3F, das wahrscheinlich kleinste E-Bike der Welt. Und ich finde, dem Titel wird es auf jeden Fall gerecht. Ihr seht, es hat ein ultrakompaktes Format, 14 Zoll Reifen. Also es passt wirklich, ich würde behaupten, sogar in einem Smart in den Kofferraum. Dann mit den 17 Kilo natürlich auch recht kompakt gebaut. Und eben optimal fürs Camping, wenn man mal auf dem Campingplatz eine kurze Strecke fahren will. Oder nicht nur Camping, sondern auch du wohnst in der Stadt und brauchst ein kleines E-Bike, um eben von A nach B zu kommen. Dann ist dieses Bike auf jeden Fall das Richtige. 519 Euro kostet das Ganze aktuell auf der Webseite von DYU. Es gibt auch immer mal wieder Rabattaktionen, also schaut auf jeden Fall vorbei. Der Hersteller bietet natürlich auch Garantie und 14 Tage Rückgaberecht. Das heißt, wenn ihr euch das Fahrzeug bestellt, dann macht ihr da nichts falsch. Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, wie ihr zum Beispiel den Look findet, denn ich habe sowas wirklich noch nie gesehen und ich glaube, allein durch den Look fällt man auf. Und ja, danke fürs Einschalten und denkt dran, abonniert German Television. Bis bald!